Also für mich ist sie eine Überlebenskünstlerin, also würde ich mal sagen. Weil ich denke, dass sie auch ihren, also Mann, ihren Leben, so wie sie es auch nach außen lebt. Aber dann hat sie noch ein anderes Leben oder ihr Beruf, wo sie dann einfach ausleben darf und als eben Hotline Girl. Ja, es gibt auch eine kulturelle Sprache. Wenn man auch sehr gut Deutsch sprechen kann. Es gibt auch manche Humor auf Türkisch ist ganz anders. Und ich denke, das ist also eine Verbindung mit einem eigenen Kultur, mit eigenen Sprachen. Die Erotik, glaube ich, orientalische Erotik sind, ist ganz anders, ist ein bisschen auch heimlicher und denke ich so verdeckt. Und dass man auch im Telefon auch damit spielen kann. Und deswegen war es, glaube ich, auch als in türkische Sprache oder in türkischen Frauen, glaube ich, eine ganz andere Lust mit, also dass die türkischen Männer haben. Nein, aber ich habe versucht, mal anzurufen. Ich habe meinen Mann angeheuert. Aber irgendwie war er so schüchtern, hat er aufgelegt, hat nicht funktioniert. Aber ich habe dann einfach auf Kerim und, weil die haben ja recherchiert, Kerim Pamuk, und einfach darauf mich dann verlassen. So richtige Recherche konnte ich nicht machen. Genau, das ist eigentlich auch die Realität, weil eigentlich ist es so, Männer stehen im Vordergrund, aber das ist sehr offiziell. Eigentlich die Frauen entscheiden und egal in welchem so einem konservativen Leben sie sind, sind eigentlich sehr starke Frauen, weil sonst kann man das gar nicht überleben. Und deswegen eine sucht den direkten Form zu sagen, nein, ich will den Mann haben, den ich heiraten will, nicht den Arzt, also ich will eine Tänzerin werden. Sogar die Kleine, die Janan, sagt, okay, ich will sie Bauchtanz lernen und mit ganz geschickt das hinkriegt. Und das ist wirklich real, das ist nicht jetzt erfunden oder so, es ist so. Ich entscheide zu Hause auch.